Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Elite Dangerous. Ich mache hier heute quasi mal so eine kleine Infofolge und währenddessen versuchen wir uns nochmal an den unidentifizierten Signalquellen. Ich hoffe, dass wir da die eine oder andere finden und doch noch ein bisschen Geld verdienen. Wobei sich das wahrscheinlich mit dem Geld bald erledigt hat. Denn ein sehr, sehr netter Zuschauer, der Johannes. Hallo nochmal. Wird mir Geld überlassen, was ich total geil finde. Riesen Respekt daran auf jeden Fall. Der hat anscheinend ganz schön viel Kohle. Und ich hoffe, dass ich mir danach schön eine Cobra kaufen kann. Und dann hauen wir auch ein bisschen wieder auf den Putz. Aber viel wichtiger als meine Geldprobleme sind, dass am 30. September die nächste Beta-Version rauskommt. Und da bin ich echt schon gespannt wie ein Flitzebogen. Denn da wird es doch verdammt viel Neues geben. Wobei ein bisschen Herzschmerz habe ich immer noch. Es wird immer noch kein Ressourcen-Mining geben. Also ich kann immer noch nicht an einen Asteroiden fliegen und das Zeug abbauen, was da drin versteckelt ist. Das geht leider immer noch nicht, aber na gut, ist nicht so schlimm. Aber ich habe mir hier mal so eine schöne Auflistung gemacht, was es alles Neues an Features geben wird. Und da bin ich echt mal gespannt drauf. Und noch zur Info, Elite, das Ur-Elite, das feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Erscheinen, wenn ich das recht im Kopf habe. Und das gibt es jetzt momentan kostenlos auf der Webseite von Frontier Development. Also wenn ihr Bock habt, mal so ein altes Space Sim zu spielen, schlagt zu. Kostet, wie gesagt, nischt. Und probiert es einfach mal aus. Ich habe es persönlich noch nicht gespielt, werde es aber auf jeden Fall nachholen, weil das gehört eigentlich so ein bisschen dazu, wenn man sich Zocker nennen will. Vor allem, wenn man jetzt auch das hier, das Neue, spielt. Deswegen zuschlagen. Ich weiß nicht, ob das unbegrenzt jetzt da ist. Wahrscheinlich nicht. Deswegen lieber heute als morgen das Zeug runterladen. So, und ich hoffe, dass wir hier jetzt mal wieder was finden. Ah, sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ne. Deswegen versuche ich mir hier gleich schon mal ein bisschen Abstand zu machen. Komm schon. Perfekt, abgehauen. Naja, ich fange einfach mal an mit den neuen Features. Also erstmal so die flächenmäßig größte neue Errungenschaft. Es wird insgesamt 500 neue Sternsysteme geben, was ziemlich krass ist. Bislang gibt es ja nur 55. Und daher, dass es so viele neue Sternsysteme gibt, da hängen dann auch wieder so ein paar andere neue Features dran. Zum Beispiel wird es eine neue Schiffsklasse geben. Die Lacon ASP Explorer, die ist halt speziell dafür ausgelegt, zu exploren, wie halt der Name schon sagt, Sachen zu finden. Und da bin ich immer gespannt, weil... Oh, was war denn das eben? Da bin ich gerade voll an einer vorbeigeflitzt. Denn was damit so ein bisschen reinspielt, es wird eine krasse Änderung daran geben, wie man das Schiff aufbaut. Bauen kann. Denn bisher, ich habe mich ja schon mal gefragt, ja, kann man die Module eigentlich austauschen am Schiff? Das ging bisher nicht. Das wird jetzt aber gehen in der nächsten Beta. Das finde ich ziemlich cool. Also was Sensoren angeht, den Hyperraumantrieb und Schildgeneratoren, Laderaum, bla bla bla. Also das wird man alles ein bisschen ändern können, was ich ziemlich geil finde. Dann hast du halt wirklich so eine Individualisierung von deinem Schiff. Was auch noch zusätzlich gibt, die Schiffe werden sich abnutzen, also du wirst auch von außen sehen, wie viel das Ding schon rumfliegt, wie kaputt es ist und so weiter und so fort. Alles ganz cool und natürlich neben neuen Modulen gibt es auch neue Waffen, zum Beispiel einen Minenwerfer oder das Geilste finde ich eigentlich, da freue ich mich schon tierisch drauf, eine Rakete, mit der du die Ladeluke quasi ausschalten kannst mit einem ECM-Puls. Das ist ziemlich cool, die Idee, weil du kannst dann wirklich Piraterie betreiben, ohne jemanden töten zu müssen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Also entweder er gibt dir halt die Ladung oder du bringst ihn halt um oder er fliegt halt weg, aber wegfliegen ist keine Option.
Und da freue ich mich schon drauf. Dann werde ich mich auf jeden Fall auch mal ein bisschen Piraterie machen. Damit zusammenhängt, gibt es halt auch jetzt die Möglichkeit, Leute im Super Cruise zu tracken. Also die Leute werden im Super Cruise wesentlich auffälliger, auch NPC-Schiffe. Und man kann ihnen quasi nachfliegen, quasi anhand der Super Cruise-Wellen, die hinter dem Schiff entstehen. Kann man die halt tracken, das finde ich ziemlich cool und kann sie halt verfolgen und dann am besten Fall halt auch abgreifen irgendwo und dann halt Piraterie betreiben. Finde ich ganz cool. Es gibt neue Raumstationen, es gibt neue. Oh, da ist hinten ist was. Es gibt neue Raumstationen, es gibt. Oh, Koltan. Neue, wie nennt sich's? Ja, Außenposten. Was ich ganz cool finde. Dann kannst du nämlich halt auch mal mitten in der Pampa docken und so weiter. Also genau, was die Außenposten machen, weiß ich persönlich jetzt noch nicht. Das werde ich aber hoffentlich noch rausfinden. Mit den neuen Planeten und so weiter und so fort gibt es halt auch neue Arten von Planetenringen. Also bisher gab es ja quasi nur Asteroidengürtel. Jetzt gibt es halt welche aus Stein, aus Eis und aus Metall. Was ich jetzt allerdings noch nicht so sinnvoll sehe, weil es gibt ja noch keine Mining-Möglichkeit. Deswegen, da sollte man jetzt nicht zu viel Hoffnung drauf verschwenden, sag ich mal. Das kommt dann, glaube ich, erst, wenn es halt das Mining dann auch gibt. Aber es sieht halt alles dann mal ein bisschen anders aus. Ein bisschen Abwechslung, das ist ja auch nicht schlecht. Ja, was gibt's noch? Ach, genau, ganz wichtig. Neue Gegner-Ratings. Also bisher war es ja immer so, dass du jemanden quasi ja, gescannt hast, beziehungsweise auf dem Radar hattest, hast ihn gelockt und dann hast du gesehen, okay, der ist wanted. Das war aber auch das Einzige, was du über den herausfinden konntest. Es kommen jetzt neue so Spieler-Ratings von quasi harmlos bis den höchsten Titel, sag ich mal, Elite oder tödlich und ach, alles Mögliche gibt es da jetzt Neues. Da bin ich immer gespannt, weil dann kannst du so ein bisschen abschätzen, okay, will der Typ dir jetzt sofort ans Leder oder will der sich vielleicht noch mal ein bisschen unterhalten? Weil momentan kannst du eigentlich schon ausgehen, wenn du irgendwo mal auf einen Spieler triffst und er nicht gerade in deiner Fraktion ist, ja, wird er dich wahrscheinlich schön übers Knie legen und töten. Aber, naja. Was gibt's noch? Nachrichten zu den neuesten Vorkommnissen in der Galaxie und der Spieleraktivitäten. Also quasi so ein neues Nachrichtensystem. Eigentlich ganz witzig, weil es fehlt ja momentan noch so ein bisschen. Also Frontier Development will ja auch, dass die Spieler quasi die Geschichte von diesem Spiel schreiben, wie man es zum Beispiel bei EVE kennt. Also EVE Online. Und momentan fehlt ja noch so ein bisschen so ein Feedback-System. Was passiert, wenn die Spieler was machen? Also es ist ja so, dass geplant ist, dass Spieler quasi ganze Regierungen stürzen können oder den Markt für irgendwelche Ressourcen übernehmen und dadurch die Preise hochtreiben oder halt auch niedrig halten und so weiter. Da gibt es halt momentan noch nicht, eigentlich kein Feedback-System, außer du guckst dir halt die Marktpreise an, aber das war's dann halt auch schon. Und ich glaube. Achso, ja, haha, genau. Also mit diesem ganzen Feedback-System und auch mit diesem Rating. Mit dem Rating kommt halt noch zusätzlich eine Rufentwicklung dazu innerhalb eines Sternsystems. Momentan ist es ja auch nur so, ja, entweder du bist halt wanted oder du bist halt nicht. Und es wird halt ja, so einen Ruf geben, wie man das halt aus anderen MMOs kennt, die. Wahrscheinlich dann auch Preise, für die du was kaufen kannst oder Reparaturen und sowas. Ich schätze mal, das wird dann alles so ein bisschen angepasst werden. Aber wahrscheinlich noch auch Einstellungen, wie die Leute auf dich reagieren. Und jetzt klingelt mein Telefon, aber das ist mir jetzt heute ziemlich egal. Bin gerade so gut im Flow drin. Ich hoffe, da geht jemand dran. Nein, geht niemand dran. Finde ich nicht gut. So, doch.
Ja, genau. Und da bin ich halt mal gespannt, wie sich das dann entwickeln wird, was für Auswirkungen das dann alles wirklich hat. Und ich bin wieder ein bisschen schnell gerade. Das hat nicht geklappt. Schade. Na gut. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Haufen neues Zeug. Ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen auch an wichtigen Dingen. Ja. Was mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr ein. Was haben wir denn noch gehabt? Ja, es gibt halt ein paar neue Raumstationen, mit denen man angeblich auch neue Sachen besiedeln kann. Warte mal, hier haben wir einen Typ 6 Transporter. Warte mal kurz. Ist da was? Ich gucke mir den mal kurz an. Transporter ist jetzt nicht so schlimm, hoffe ich. Ich glaube, der ist hier nur zufällig. Hallo, bleib mal stehen, bitte. Ich schieße einfach mal auf den, mal gucken, was passiert. Vielleicht lässt er ja seine Ladung droppen, das wäre halt ganz schön. Sowas mache ich ja normalerweise nicht. Weil mit der Hauler ist es jetzt auch nicht unbedingt so easy. Wir haben ja nicht so wirklich viele Waffensysteme, wie man hier gerade sieht. Also ich habe tatsächlich nur diesen einfachen Pulslaser an Bord. Das Schöne ist, der macht halt nicht so viel Hitze. Und von der Energie her ist das auch nicht so das Problem. So, jetzt ist er down. Die Schilde. Bleib mal stehen, Junge. Drop mal. Irgendwann droppst du. Ich weiß es doch. Ich könnte jetzt die Cargo Hatch noch anvisieren. Da habe ich aber ganz ehrlich gerade die Taste vergessen. Komm schon. Lass was fallen, Mann. Ich will dich nicht zerstören. Aber ich brauche Geld. Cargo-Scanner habe ich, glaube ich, gar nicht. Na gut, dann machen wir es halt auf unsere Art. Oh oh. Jetzt hat der auch sein Lümmel ausgepackt. Das heißt, ich mache mich doch vom Acker. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen potenter als wir. Oh mein Gott. Ich will nicht sterben. Ich mach mal ganz langsam den Super Cruise an. Oh mein Gott, wir sind viel zu heiß. Nee, das können wir nicht machen. Nee, ich brech ab. Ich versuche erstmal ein bisschen Strecke zwischen mich und den guten Herrn zu bringen. Komm schon. Die Temperatur geht so langsam runter. So. Ich glaube, jetzt können wir ganz gut weg von dem. Mit der Hola brauchst du dich halt echt mit niemandem anlegen. So, ich versuch's nochmal. Ah, das sieht doch gut aus. Ach Mensch, schade. Scheiße, der ist wieder zu nah. Das geht nicht gut. Oh Mann! Junge, lass mich in Ruhe. So, ich versuch mal kurz was. Scheiße, warum geht das nicht? Kurz mal gucken, was kann ich denn hier abschalten? Scheiße, ist alles schon.
Na gut, dann müssen wir einfach darauf hoffen, dass wir noch ein Stückchen wegkommen. Komm schon, die paar Meter. Das schaffen wir. Ich versuch's nochmal mit einem Super Cruise. Ja, das sieht doch gut aus. Und tschüss, du Penner. Kannst mir mal die Kimme knutschen. Und ich würde sagen, mit der Infofolge lasse ich es jetzt auch mal heute gut sein. Vielleicht finden wir das nächste Mal noch ein bisschen mehr Zeug. Vielleicht habe ich bis dahin auch schon die Kohle vom guten Johannes erhalten. Was sau cool wäre. Ich hoffe, dass ich Zeit finde und er natürlich auch. Ich will nicht, dass er sich wegen mir stresst. Ne? Junger Mann, nicht stressen, ne? Und damit würde ich sagen, verabscheue ich mich bis zum nächsten Mal. Oder natürlich Escapists. Macht's gut, Leute. Macht's tschüssi.